Ich weiß, dass so ein Video selten was Gutes bedeutet. Aber heute geht es nicht um mich. Es geht um nichts, worin ich direkt verwickelt bin. Es geht um etwas, worin jede Frau, jeder Mensch, der als Frau gesehen wird und jeder Mensch, der die Möglichkeit hat, Kinder zu gebären. Also ich spreche hier von Transpersonen, die nicht die Möglichkeit verloren haben, sage ich jetzt mal, Kinder zu gebären. Ich spreche von non-binären Personen. Ich spreche von Transfrauen, ich spreche von Cis-Frauen. Jeder Mensch, der an einem Punkt in seinem Leben als Frau gelesen wurde. Seit ein paar Wochen jetzt habe ich das Gefühl, es wird. Seit ein paar Monaten habe ich das Gefühl, es wird eine Art Krieg gegen Frauen geführt. Ich habe die Bezeichnung mal online gehört und ich habe sie zu der Zeit sehr überdramatisch gefunden. Ich muss jetzt sagen, ich habe meine Meinung geändert. Ich finde es nicht mehr überdramatisch. Zuerst wurde Roe v. Wade gelöscht, unwichtig gemacht, was definitiv nicht unwichtig ist. Und das Resultat war, dass unzählige, ich will keine Zahlen nennen, weil ich sowieso falsch liegen würde, weil ich nicht danach gegoogelt habe, aber zu viele Frauen, Schwangerschaften austragen müssen, die sie nicht wollen, die sie nicht können, und zu viele Frauen daran sterben, weil sie in den USA, in vielen Bundesstaaten, keine Abtreibung mehr bekommen können. Das Ganze ist auch in anderen Ländern passiert, es ist in Europa passiert, es ist auf der ganzen Welt schon passiert und es passiert immer wieder. Und ich habe mich schon seit Jahren gefragt, was es braucht und wie viel Frauen über sich ergehen lassen werden, bevor sie den Krieg ausrufen. Und ich glaube, der Punkt ist erreicht. Mahsa Amini, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Eine junge Frau im Iran ist gestorben. Polizeiberichten zufolge eines natürlichen Todes. Jeder, der nicht auf den Kopf gefallen ist, zufolge eine Folge von Polizeibrutalität. Warum? Weil sie als Frau es gewagt hat, den verpflichtenden Hijab, einen Schal, ein Kleidungsstück, ein Kleidungsstück, das nur Frauen aufgezwungen wird in gewissen Ländern, nicht in einem Ausmaß und in einer Art zu tragen, wie es einem Mann gefällt. Wie es einem Menschen gefällt, wie ein Mensch es für angebracht hält, der mit dieser Frau, mit der Kleidung dieser Frau und mit den Haaren dieser Frau nichts, und ich wiederhole, absolut gar nichts zu tun hat. Die Moralpolizei.
um die es hier geht, im Iran, ist keine echte staatliche Polizei. Es grenzt meiner Meinung nach an Selbstjustiz und hat in einem Land in unserer modernen Zeit nichts verloren. Genauso wenig haben Gesetze und Regelungen, die eine bestimmte Gruppe Menschen betreffen, etwas in unserer modernen Zeit verloren. Und ich möchte hier nicht den Hijab oder den Islam bashen. Jede Frau, die den Hijab tragen möchte, die eine Verschleierung in welcher Art auch immer tragen möchte, jeder Mann, der eine Verschleierung in welcher Art auch immer tragen möchte, jeder Mensch soll das bitte machen. Ob du es aus religiösen Gründen machst, weil es dir hilft, deine Religion auszudrücken oder weil du es angebracht findest für deine Religion, bitte mach es. Mach es mit Stolz. Ich freue mich, wenn Leute ihre Religion ausdrücken und wenn sie mich meine Religion ausdrücken lassen. Aber deine Religion hat mit meinem Körper nichts zu tun. Hat mit meinem Glauben nichts zu tun. Du hast mit mir nichts zu tun. Kein Mensch hat mit der Religion und dem Glauben und dem Körper eines anderen Menschen etwas zu tun. Niemand. Es ist absolut nicht vertretbar, in keiner Art und Weise, in keiner Welt, die ich mir vorstellen kann, ist es ehrlich vertretbar, dass Menschen über die Körper, die Haare, das Gewand von anderen Leuten bestimmen, nur weil der eine das und der andere das Geschlecht hat. Eine Frau darf tragen, was sie möchte. Ein Mann darf tragen, was sie möchte, was er möchte. Eine Frau darf nicht gezwungen werden, einen Hijab zu tragen. Darf nicht gezwungen werden, eine Burka zu tragen. Darf nicht gezwungen werden, nachts sich komplett zu bedecken. Darf auch nicht gezwungen werden, freizügig herumzulaufen. Dass ich heute hier so sitze, in einem Crop Top mit einer Hose, dass man meinen Bauch und mein Dekolleté ein bisschen sieht, ist meine Entscheidung. Und das muss meine Entscheidung bleiben. Wenn ich jetzt hier sitzen wollen würde und sage, ich glaube an den Islam, ich bin Teil des Islams, ich bin Moslem, und ich sitze hier in einer Burka, in Vollverschleierung, ist das meine Entscheidung. Und es muss meine Entscheidung bleiben. Niemand darf eine Entscheidung über den Körper eines anderen Menschen treffen. Es darf keine Gesetze geben. Und momentan im Iran, in muslimischen Ländern, überall auf der Welt, gehen Frauen auf die Straße und treten ein dafür, dass sie ihre Religion ausüben dürfen, wie sie es wollen, dass sie einen Hijab tragen dürfen, dass sie eine Burka tragen dürfen, wenn sie es wollen. Und nicht Angst haben müssen zu sterben, weil sie es nicht so machen, wie ein Mann sich es vorstellt. Im Iran wird momentan oder wurde jetzt der Internetzugang abgedreht. Der Iran hat keinen Internetzugang mehr, weil zu viele Berichte für die dortigen regierenden Männer an den Rest der Welt gingen, wo genau darüber gesprochen wurde.
wo über Mahsa Amini gesprochen wurde, wo über das gesprochen wurde, was passiert ist und dass sie von mehreren Männern zu Tode geprügelt wurde, anscheinend. Wo darüber gesprochen wird, dass Frauen in Demonstrationen sich die Haare abschneiden, öffentlich, vor der Moralpolizei vor Ort. Dass die Moralpolizei mit Gewehren, Waffen und Wasserwerfern auf diese Frauen losgehen, weil sie sich wagen, gegen Männer aufzustehen. Und wie gesagt, ich habe mir schon lange die Frage gestellt, wie lange es dauert, bis Frauen diese Art der Unterdrückung nicht mehr mitmachen. Bis Frauen sagen, muss meine Entscheidung sein, ich sage es immer wieder, es muss meine eigene Entscheidung sein, ob ich dieses Kopftuch trage oder nicht. Es muss meine Entscheidung sein, ob ich mein viel Gewand oder wenig Gewand anziehe. Und dieser Krieg gegen Frauen wurde seit Jahren und wird seit Jahren geführt und ist jetzt gerade wohl an einem Hoch wie lange nicht. Ist jetzt gerade an einem Punkt, wo es für mich eine Art Bürgerpflicht, eine Art Menschenpflicht ist, darüber zu sprechen, weil ich als Mensch nicht dafür einstehen kann, irgendwann, wenn vielleicht das alles wieder vorbei ist und jemand mich über die Zeit fragt, vielleicht ein Kind, keine Ahnung, mich fragt jemand darüber, was ich zu der Zeit getan habe, möchte ich nicht antworten müssen, ich bin nur in meinem Zimmer gesessen, ich habe nichts dafür beigetragen. Ich möchte sagen können, dass ich nach meinem besten Wissen und Gewissen für das eingestanden bin, was richtig ist. Dass ich sagen kann am Ende, ich habe diese Gewalt gegen Frauen, gegen Menschen mit der Möglichkeit, Kinder zu bekommen, nicht schweigend ertragen. Ich habe dafür aufgesprochen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich wütend. Ich bin jetzt sehr ruhig, ich weiß, weil ich mich versuche, das alles ohne Schnitte durchzudrücken. Ich bin wütend. Ich bin wütend, dass es auf der Welt Frauen, Mädchen, Kinder gibt, die glauben, um ihr Leben fürchten zu müssen, wenn sie aus dem Haus gehen. Oder die um ihr Leben fürchten, wenn sie aus dem Haus gehen. Weil eine Elfjährige bei diesen Demonstrationen verletzt wurde. Ich weiß jetzt nicht die genaue Geschichte, ich möchte keine falschen Aussagen hier bringen. Ich habe nur gehört, dass ein elfjähriges Mädchen bei den Ausschreitungen im Iran verletzt wurde. Das ist für mich ein Unding. Kinder sind aus solchen Gewaltakten in jeder Art, egal worum es geht, rauszuhalten. Wenn erwachsene Menschen sich die Schädel einschlagen wollen, dann go for it. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Wenn ihr glaubt, ihr könnt Frauen zwingen, dauerhaft zwingen, euren Regeln zu folgen, go for it. Ihr seht gerade, was daraus wird. Die Frauen stehen auf. Gott sei Dank. Und sie dürfen nicht alleine bleiben. Aber wenn ihr Kinder mit reinzieht, ist das so viele Schritte zu weit. Ist das ein Unding. Das ist nicht menschlich, das ist unmenschlich, Kinder in sowas mit reinzuziehen. Ein Kind versteht nicht, was der Koran ist. Ein Kind versteht die Botschaft des Korans nicht. Ein Kind versteht auch die Botschaft der Bibel nicht. Es ist kein Islam-Bashing. Es ist ein Bashing gegen Menschen, die glauben, sie können andere Menschen kontrollieren. Und
sollte ich jemals erleben, dass ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, egal welches Geschlecht, egal welche Identität, sollte ich jemals erleben, face to face, sage ich es mal, dass ein Mensch einen anderen Menschen zu einem religiösen Zeichen zwingen will, sei es ein Hijab, eine Kippa, ein Kreuz, was auch immer. Und ein Mensch möchte das einem anderen Menschen aufzwingen, werde ich dazwischen gehen. Weil jeder Mensch frei entscheiden muss und können muss, dürfen muss, woran er glaubt oder sie und woran dieser Mensch nicht glaubt. Und ich kann es keinem verübeln, wenn er sagt, er oder sie glaubt an keinen Gott. Ich kann es nicht verübeln. Aber ich kann es durchaus verübeln, wenn jemand sagt, du musst an diesen Gott glauben, das ist der einzig wahre. Jeder darf glauben, was er will. Und das ist jedem seine eigene freie Entscheidung.